Guten Morgen Welt hier bei ManuLash. Zum allerersten Mal im Jahr 2014 darf ich euch recht herzlich willkommen heißen bei Ratchet & Clank diesmal. Dass wir das jetzt auch langsam aber sicher mal in dem Jahr zu Ende bekommen, das, da stehen die Chancen relativ gut. Servus du Gewürzgurke. Und ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut durchgerutscht, keine stecken geblieben. Dann können wir uns auf ein schönes, auf ein schönes gamereiches Jahr 2014 freuen. Ja, einige große Projekte kommen da auch wieder ins Spiel, beziehungsweise sollten auch rauskommen zum Spielen. Das muss die alte Gravi-Zugstation sein. Autsch. Sieht nach überstürztem Aufbruch aus. Vielleicht kriegen wir das Gleis da frei. Wir werden es auf jeden Fall. Lomax ja eine gute Waffe braucht. Das ist mein heißer Draht. Ah, Unterklingen. Eine gefährliche Waffe für echte Abenteurer. Aber der Plasma-Stimme macht mich mehr an. Trotzdem kaufe ich den jetzt auch mal. Schließlich können wir uns ja alles dann. Heißes Teil. Ich lasse das gleich mal los hier. Und geh mal weg da. Ich bin stets gerne behilflich. Mal probieren wir es mal an dir aus. Okay, ich habe jetzt. Ah! Eine Art Boomerang. Das ist ja schon mal gut, wenn ich den jetzt austeilen darf. Den habe ich ja bei Neck ungefähr gehasst. Hat mich ja immer gekillt, aber jetzt hat, wenn ich ihn. Autsch! Fuck! Wenn ich natürlich jetzt austeilen darf, ist das ja schon mal besser. Aber trotzdem, ich stehe eher auf. Ist das unsere letzte Waffe, die wir uns dann kaufen können? Fragezeichen. Aber ich stehe lieber auf diese Wumme. Die macht ordentlich Laune. Die werde ich euch auch gleich präsentieren. Dann hält der Dinger gegen runter und BUM! Eieiei. Ja, das war's schon. Achso, du darfst auch noch mal eine Exploration kriegen. Halt! Als Imperator Tarkion dir wirklich angeboten, nach Hause zu reisen und du hast abgelehnt? Ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt. Wir wollten nach Hause, aber wir waren schon zu lange hier. Deshalb wollten wir die Heimat zu uns holen. Mhm. Tja, und damit würde ich sagen, Gleis ist freigeräumt. Wo fährst du hin? Aua. Auf Tauchstation fährst du, okay. Oh. Noch eine Ladung? Nö. Blöde Weltraumratte! Wie kannst du meinen Freunden wehtun? Das wirst du noch bereuen! Laber nicht! Danke für den Pfeil. Wäre ich nie darauf gekommen, dass ich dahinter gekommen. Dahinter kommen muss. So. Hallo. Da. Haha, zweimal blöd bin ich nicht, gell? Sammeln wir hier noch ein bisschen was ein. Schließlich wollen wir uns ja noch diese Wumme kaufen und 45.000, das ist eine ordentliche Stange Geld. Ach. Woher willst du das wissen? Aber ich gehe jetzt mal nicht auf Grillstationen, sondern ich nehme die zwei Gewürzgurken hier. Achso. Die gehören ja zum Team, die sind ja jetzt nicht, sag ich mal, feindlich. Trotzdem, da konnten wir uns jetzt drum rumschleichen. Patrouille auf der Brücke. Kannst du das mal auskundschaften? Geheimagent Clank meldet sich zum Dienst. Die Konsole ist wohl eine Relaisstation für den Funkverkehr der Halsabschneider. Wenn wir sie knacken, können wir die Zwillinge vielleicht triangulieren. Solange wir die Scheinwerfer meiden, müssten wir sicher sein. Schön, und dann noch mal weiter jetzt hier. Hier müssen wir erstmal unseren Dödel wieder reinschießen. Okay. Dann machen wir einen Sound, weil wir das Pre-Ohren drücken. Ah. Zerstörung pur, ja, okay. Da rufen wir mal.
Okay. Dich, Zappelfille, bräuchte ich, aber... Gewehr und... Ach, schade. Ficken. Wie soll ich den bekommen? Ich stehe wieder auf dem Schlauch. Das sind wieder die typischen Situationen, wo sich der Zuschauer denkt, okay, du bist wirklich blöd. Aber jetzt habe ich rausgefunden. Ist mir gerade eingefallen, den Wurf, Schleuderarm, Boomerang habe ich ja auch noch im Angebot. Ich habe keine Angst. Ja, solltest du aber haben. Hier. Du hast wohl Angst. Du bist wie ein kleines Baby. Bye bye. Oh, da kommt Verstärkung. Nehmen wir euch auch gleich mit. In der Luft kriege ich euch auch. Das soll kein Grund sein. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Geh in deinen Topf zurück. Pflanz dich woanders wieder an. Kann man die zerstören? Oh ja, oh. Kann man. Dann ist da oben. Ah, da ist das zweite Löchlein dazu. Okay. Ah, treffen soll gelernt. So, geht's da oben jetzt nur weiter, oder? Ah. Ein Sammelstück, ein goldenes. Na komm. Na gut, auf dem Weg kann man ja alles mal mitnehmen, ne? So, da kommen wir her, da gehe ich nicht hinter. Ich glaube, dann gehen wir einfach mal darüber. Sag ich ja. War mein Vorschlag. Meine Idee. Oh, da kommen jetzt aber viele von euch. Tschüss. So, Wasserberg. Abenteuer geht los. Bye bye. Tschüss. Die Saftblase da hinten ziehe ich auch gleich mal ab. Tell, bitte melden. Wir müssen durchs Liebesnock-Wasserwerk, aber dort steht alles unter Wasser. Nein, nicht klüger. Moment. Yeah. Laut Stadtplanungsbüro ist diese Hauptpumpe an das Hauptreservoir angeschlossen. Schalte sie ein, dann müsste das Wasser abfließen. Tu das. Hoffentlich. Hallo, fließ ab. Dann nehme ich noch die hier mit. Wenn sie schon so faul rumliegen. Seh mal, da unten. Guter Wegweiser übrigens mal so nebenbei gesagt. Hey! Von hinten anschleichen gilt nicht. So, da ist zu. Dann drehe ich mir einfach mal ein. Toll. Hat ungefähr jetzt hat sehr viel Sinn gehabt. Tu ich schon. Kann ich schneller. In meinem Alter ist es jetzt nicht mehr so schnell zu vereinbaren, meine lieben Freunde. Na los. Fuck. Das schaffe ich. Ja. Durchs Rohr. Haben die Oberfläche sehr gut. Soll das Wasser jetzt raus oder? Nee. Aber ich springe freiwillig nicht nochmal rein. Wird die drei Freunde? Wie oft müssen wir dieses Feldknäuel denn umlegen? Das ist nicht der. Das ist Feldknäuel. Das ist der Feldknäuel. Oh. Erschreckt euch nochmal an dieser schönen. Hey! Ich hab euch eigentlich so eine Pflanze rübergeschickt, ihr dürft es gar nicht. Ihr so frei bewegen. Oh. Na los. Autsch. 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 Sehr schwer. Für nichts. So. Lass die Saftdrüsen raus und dann schieße ich sie klar ab. Weg mit dir. Von hinten geht's auch nicht rein heute. Nur VIP-Leute kommen heute rein bei mir.
Hier kann man ja auch Fernwaffen hier im Angebot. Ein Arsenal. Jetzt wird zurückgeschossen. Hey. Darfst du. Rechts ist gut, aber von rechts schießen ist trotzdem nicht so. Also zumindest nicht auf mich. So, können wir die Tüte da auch noch? Sehr gut. Och, du hast meinen Bruder verärgert. Wusstest du, dass er noch nie verloren hat? Ja, jetzt hat er's. So, dann würde ich hier glatt mal noch kurz ein wenig umherschießen. Ja, dann geht's, ist gut. Oh du, halbe Laterne, du, komm her. Wir sind fast fertig. Glaubst du, Mr. Eye wird nach der langen Reise hungrig sein? Wir könnten ihn mit Pollen füttern. Wenda, tu das nicht. Sieh mal, wenn ihr dieser Kreatur so viel bedeutet, warum haben euch eure Eltern hierher geschickt? Versuch nicht, mich reinzulegen. Daraus wird nichts. Wir machen erst das da hinten. Komm. Erst so. Dann so. Dann so. Dann so. Muss ich mich bei solchen Sachen immer konzentrieren, damit ich mir nicht irgendwie den Weg verbaue. Multitasking, ich hab's manchmal gemerkt, das ist schon ganz schön anspruchsvoll. So, einmal rüber. So, und ich hab's gesehen, da ist ein Lichtlein dazwischen, was nicht gut tut. Deshalb gehe ich mal ganz geschwind außen drum herum. Ach, Wahnsinn. Diese Erkenntnis, das ist wieder göttlich. So, ihr Insekten da. Hier den Schrott nehme ich nochmal alles mit hier, bevor ich mir einen drehe. So. Ich tippe mal auf Wasser. Das Gebäude wird hier wieder geflutet. Wir verwischen und überspuren. So gehört sich's eigentlich. Das dauert noch. Oh fuck. Okay, da war ich jetzt überfordert. So schnell, dass das kommt. Naja. Kann ja mal passieren, oder? Ach komm! Ah ja, okay, du bist wenigstens nett. Dies ist eine aufgezeichnete Nachricht vom Bürgermeister. So, dann drehe ich halt nochmal ein bisschen hier am Rad. Eins. Zwei. Aufgestiegen auf den Zug. Umgangen und dann geht's ab hier. Oh, Scheißhaufen Dinger hier. Du bist auch noch deinen Fleck. So, und dann machen wir es jetzt ein bisschen klüger, wir drehen das und dann springen wir gleich mal hier auf die Landebahn hier. Nicht gucken, handeln. Ja, warte. Ja, komm! Alter! Der ist doch halt nicht ernsthaft durch diese Ding da gesprungen, oder? Tja, geheimer Knopf, das würdet ihr jetzt gerne wissen, gell? Nennt sich Bug. Kann nicht jeder. Ist ein Secret. Fuck, Mann. Mann, jetzt zum dritten Mal jetzt schon. Mal gucken, mal, wie oft ich es noch heute schaffe. Ich will nur noch, dass ich hier durch die Laserschranke hier nicht durchkomme. So. Einmal weg, zweimal weg. So, das ist ja alles nur Taktik, ich will ja diese Dinger hier, diese Schrauben mal sammeln, dass ich eher zu meinem Plasma-Schreiner da komme, oder wie die Waffe heißt. So, und jetzt ran und hochlaufen, komm, das schaffst du jetzt. Sehr gut. So. 45.000 habe ich nicht. Kann ich mir nicht leisten, bin so ein armer Schlucker. Merkst du das schon? Deswegen müssen die jetzt erstmal mir ein bisschen was geben. So. Servus. Was ist schon? Oh. Zwei neue. Ach, euch habe ich jetzt übersehen. Oh ja, das ist jetzt schon die Elite-Truppe hier, würde ich sagen. Eieiei. Euch zwei Hirsch-Augen kriege ich auch. Autsch.
großen, sehr großen Verbrecher. Ihr lebt noch immer. In Europas Bestand 100% Vernichtungsgarantie. Schickt mir ein Kampfschiff. Ich will Ranges drauf auf einer Pike und den Roboter. Und ich würde sagen, das Flugzeug zerlegen wir in seine Einzelteile in der nächsten Folge. Im nächsten Part. Ich würde einfach sagen, habe die Ehre, Freunde. Guten Abend, Welt. Und ja, bis zum nächsten Part. Ciao.